Wampfler. In Folge 46 von Die Gefahrenunterricht möchte ich über Gruppenarbeiten sprechen. Und zwar möchte ich auch gleich zeigen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe eine Infografik erstellt, in der es darum geht, noch ein paar Tipps zusammen, so für die zweite Phase, weil jetzt viele mit Ostern einen Unterbruch haben und dann wie geht's nachher weiter. Und der erste Punkt ist, dass Lernende kollaborieren sollen, dass häufig ein Problem ist, dass wir Lehrpersonen denken, dass ganz viel Feedback von uns ausgehen müsste, dass wir die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler alle betreuen, begleiten, beurteilen müssten. Und die Einsicht, dass das auch Lernende untereinander tun können, dass es sehr motivierend sein kann, wenn sie miteinander etwas tun, ins Gespräch kommen, auch so zusammenarbeiten, dass es ganz wesentlich ist. Diese Einsicht führt dazu zur Frage, wie kann ich das jetzt technisch umsetzen? Mit welchen Tools kann ich Gruppenarbeiten durchführen? Und darum geht's hier. Ich gehe also davon aus, ich habe didaktische Settings, in denen Gruppenarbeiten sich anbieten. Das liefere ich jetzt nicht mit, sondern ich sage dann nur, was bietet sich im Fernunterricht an, um das technisch auch tatsächlich sinnvoll durchzuführen. Ich habe drei Ideen, die ich mit euch teilen möchte und oft ist es nicht sehr toolabhängig. Also man kann das oft auch mit anderen Werkzeugen ersetzen, teilweise nicht ganz so einfach, das werde ich dann auch kommentieren. Ich gehe zuerst von der Möglichkeit aus, die am wenigsten Voraussetzungen braucht, und zwar sind das Etherpads. Ich zeige die Möglichkeiten dann jeweils gleich live, damit ihr auch ungefähr seht, wie es aussieht. Ja, bis auf eine Ausnahme, aber ich zeige es euch gleich. Moment. Und ich wechsle zu Zoompad. Und jetzt kann ich hier, bei Zoompad ist eine Plattform für Etherpads. Es gibt auch andere. Ich habe auch ein Video gemacht, das ich gerne auch dann da oben verlinke, welches Video ich für Etherpads schon gemacht habe. Ihr könnt hier bei all diesen Etherpad-Plattformen einfach ein neues Etherpad anlegen. Ich nehme jetzt Gruppenarbeit 2, also ich nehme an, das ist die Gruppe 2, die da zusammenarbeitet. Ich lege da ein neues Pad an. Jetzt seht ihr, wenn das lädt, ihr habt jetzt hier schon eine URL, das heißt, ihr habt eine einfache Adresse, wie dieses Pad zu erreichen ist. Die könnt ihr dann weitergeben oder auf einer Seite einbinden in einem Forum, in einem Chat, dass die Gruppen das dann auch tatsächlich finden. Und hier könntet ihr natürlich auch Vorbereitungsarbeiten hinschreiben, also der Auftrag für die Gruppe 2 besteht darin und so weiter. Das zeige ich jetzt nicht im Detail, das ist ein einfacher Textverarbeitungsmodus, der sich hier ergibt. Und die Gruppen können dann hier gleich ihre Ergebnisse reinschreiben, und zwar kollaborativ. Das heißt, in diesem Dokument können ganz viele Personen gleichzeitig aktiv sein, können gleichzeitig schreiben. Jetzt ist das nicht ein Diskussionstool notwendigerweise, sondern vielleicht mehr ein Notizblock, um die Ergebnisse festzuhalten. Man kann da natürlich auch experimentieren. Aber es gibt tatsächlich hier schon eine Chat-Funktion. Da unten, also alle, die jetzt in diesem Dokument drin sind, können hier miteinander einen Chat führen und dann hier im Dokument das reinschreiben, was als Ergebnis rausgekommen ist. Die Idee besteht dann also darin, für jede Gruppe ein Etherpad zu eröffnen. Die können auch leicht kopiert werden und dann da die Gruppen zusammenarbeiten lassen und ab und zu den Link aufrufen, reinschauen, was da so läuft und vielleicht über den Chat nachfragen, kann ich behilflich sein. Braucht jemand Unterstützung dabei? Und so könnt ihr auch nachverfolgen und die Gruppen auch tatsächlich arbeiten. Diese Zoompad-Dokumente oder Etherpads sind nicht synchrone Arbeitsformen, also man kann sehr gut auch zeitversetzt zusammenarbeiten. Aber es ist auch denkbar, in einer halben Stunde, die jetzt zur Verfügung steht, erledigen wir so viel wie möglich ist. Wie ich jetzt hier in der Präsentation schon dokumentiert habe, lässt sich das auch mit Foren leicht ersetzen. Also wenn ihr irgendwas habt, was so in Richtung Moodle oder OLAD oder eine andere Online-Plattform geht, dann habt ihr dort sicher die Möglichkeit, Foren einzurichten und ihr könnt ein Unterforum
zu Gruppenarbeiten machen, die dann ganz ähnliche Funktionalitäten haben wie ein Etherpad. Eigentlich brauchst du ein Textdokument, das alle gleichzeitig bearbeiten können. Das wäre die erste, die einfachste Möglichkeit, weil um auf so ein Dokument zuzugreifen, braucht man einfach ein Gerät, mit dem man ins Internet kann. Das stellt keine weiteren Anforderungen. Zweite Möglichkeit, mit Zoom Breakouts zu machen. Jetzt, ich habe zu Zoom schon mehrere Videos gemacht und ich weiß, dass die Diskussionen da sehr heftig sind in Bezug auf Datenschutz. Es gibt Leute, die Zoom nicht mögen, aber diese Breakout-Funktion ist ein Grund, weshalb ich Zoom mag. Das ist etwas, was es sonst so nicht gibt und ich möchte kurz zeigen, was das ist und wie man es einstellt. Ich öffne dazu mein Zoom, mache ein neues Meeting. Es geht jetzt hier ganz einfach. Ich könnte das Meeting auch planen, aber ich eröffne jetzt einfach ein neues Meeting. Und jetzt habe ich hier unten einen Menüpunkt Breakout Session. Wie ihr den hinkriegt, das zeige ich euch gleich. Den haben nicht alle von Anfang an. Den habe ich jetzt, weil ich das schon so eingerichtet habe. Und jetzt klicke ich da drauf. Und dann, ich bin jetzt alleine leider in diesem Meeting. Ich habe das schon mit vielen Personen ausprobiert. Also ich kann dann auswählen, wie viele Räume ich hier eröffnen möchte. Und ich kann die Teilnehmenden manuell zuweisen oder ich kann sie automatisch zuweisen lassen. Und da unten zeigt es mir dann an, wie viele Teilnehmer in einer dieser Sitzungen drin sind. Also wenn ihr eine Klasse mit 20 Schülern habt, ihr weist die 5 Räume zu, dann ja, Kunststück, dann kommen 4 Teilnehmer in jede Session. Und dann erstellt ihr diese Breakout-Sessions und dann heißt es, jetzt gehen die Teilnehmer in diese Räume und das fühlt sich dann an, wenn die räumlich dort wären. Ihr seid dann alleine im Meeting, also ihr seht dann auch gar niemanden mehr, weil die sind alle in den Räumen und ihr könnt aber in diesen Räumen, ihr seht dann hier eine Übersicht, wer wo ist und ihr könnt tatsächlich auch bei den Räumen vorbeischauen, mal nachfragen, wie geht's, wie läuft's. Und diese Räume kriegen auch eine Chat-Funktion, wo sie sich im Chat unterhalten können, aber auch in dieser Zoom-Videokonferenz sind sie in dieser Breakout-Session drin. Jetzt richtet man das ein, das habe ich ja versprochen, dass ich das zeige. Und zwar ist es etwas komplizierter, weil das nicht in der Zoom-App selbst gemacht wird, sondern über die Seite von Zoom. Ich bin jetzt hier eingeloggt, das heißt, das ist jetzt mein Konto. Also das, wenn ihr bei Zoom registriert seid, habt ihr ein Konto. Und ihr könnt dann hier auf dieses Profil gehen und könnt Meetings da auch planen. Mal gucken, ob das lädt. Ja, tatsächlich. Also ihr könnt jetzt hier eine neue Sitzung planen. Und dann könnt ihr bestimmte Einstellungen auch gleich vornehmen, zum Beispiel, ob es einen Warteraum gibt. Ein Warteraum ist die Möglichkeit, dass dann alle zuerst dort warten müssen und man dann mit allen gleichzeitig beginnt, damit es nicht so diese Phase gibt, dass immer 2 Leute da und dann 3 und 4, sondern alle kommen rein und dann gibt es sowas wie eine Begrüßungsphase. Und hier habe ich dann noch erweiterte Einstellungen. Und das lohnt sich jetzt, das ganz genau durchzusehen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass jemand ohne im Browser teilnehmen kann. Also man kann einen Link erzeugen, dass man von ihrem Browser aus teilnehmen kann. Das heißt, die Leute müssen diese Zoom-App gar nicht erst installieren. Das wissen viele Leute nicht, dass das geht. Und jetzt möchte ich diese Breakout-Funktion auch zeigen. Und zwar erst etwas genau hier im Meeting erweitert. Das sind also erweiterte Einstellungen, die ihr auch so aufrufen müsst. Ihr seht auch links hier, das sind diese erweiterten Funktionalitäten. Und jetzt hier dem Host erlauben, Meeting-Teilnehmer in separate kleine Räume aufzuteilen. Und grundsätzlich könnte ich das jetzt hier schon vorher machen. Also ich könnte das schon bei der Planung machen, wenn ich weiß, wer am Meeting teilnimmt. In der Regel lade ich die Leute über einen Link ein oder einen Einladungscode, dann weiß ich es nicht und mache das auch nicht im Voraus und ich könnte das aber auch hier abstellen. Der Host, das ist die Person, die verantwortlich ist für die Sitzung, das bin ich, wenn ich die Meetings plane, aber ich könnte diese Funktion auch jemand anderem zuweisen.
Also ganz grundsätzlich ein Tipp, schaut das mal alles durch. Also da gibt es so viele Funktionalitäten und Einstellungen, die sich wirklich lohnen, genauer anzusehen, wenn ihr intensiv mit Zoom arbeitet. Und ich gehe zur dritten Möglichkeit über, und zwar sind es Kanäle in Teams. Das ist wiederum etwas, was man sich auch in anderen Tools emulieren kann, was man so nachbilden kann, aber weil Teams sehr verbreitet ist und das dort auch mit großem Erfolg gemacht wird, zeige ich mal, wie das dort gemacht wird. Und zwar verweise ich wiederum auf Katharina Gromova, die eine Expertin ist für den Unterricht mit Teams im naturwissenschaftlichen Unterricht auf der Sek2-Stufe. Sie hat sehr viel Erfahrung, sie hat auch viele Videos, in denen sie die Dinge erklärt. Also schaut bei ihr vorbei, ich verlinke diesen Post dann auch unten. Und hier hat sie das beschrieben. Also sie hat jetzt hier einen Physik W5B-Ordner und da gibt es dann als Kanalgruppe 1, 2, 3, 4, 5 und das hat jetzt hier, das in den Kommentaren sieht man das auch, da gibt es auch die Möglichkeit dann die Gruppenräume sogar noch mit schönen Emojis. Also wir haben eine Gruppe Panda, die Gruppe Fuchs, das ist dann so ganz hübsch, sogar so grundschulgerecht vielleicht, das so noch so zu gestalten. Und jetzt Katharina schreibt, dass sie, also ihr seht jetzt hier an diesem Videokonferenz-Symbol, es gibt eine Videokonferenz, die allgemein läuft, also bei der dann alle Schülerinnen und Schüler dabei sind. In jeder Gruppe gibt es dann noch eine. Und was sehr schön ist, ist, die Schülerinnen und Schüler können Teilnahme anfordern. Das heißt, sie können in ihren Videomeetings können Sie jemanden hinzuholen und das ist dann die Lehrerin oder der Lehrer. Und dem können Sie Fragen stellen, wenn Sie nicht mehr weiterkommen bei Ihrem Problem. Und das ist wirklich sehr hilfreich, weil es so ein bisschen diese Funktionalität, wenn die Schülerinnen und Schüler in Gruppen sind und sie kommen dann die Lehrkraft holen, weil das ein bisschen emuliert. Also sehr zu empfehlen, diese Möglichkeit in Teams direkt einzurichten bei diesen Kanälen, so wie das Katharina gemacht hat. Besonders dann, wenn es fixe Gruppen sind, die immer wieder an Problemen zusammenarbeiten, die sich so auch treffen sollen. Wenn ich zurückgehe in die Präsentation und zusammenfasse, was ich erklärt habe, dann möchte ich vielleicht abschließend festhalten, es müssen nicht nur Gruppenarbeiten sein, es gibt auch viele Möglichkeiten für Partner. Arbeitsformen und da benutze ich persönlich jetzt auch das Telefon, dass ich sage, rufen Sie sich einfach an, sprechen Sie zu zweit über häufig sind es literarische Texte, damit der Kontakt etwas intensiver ist, auch die Beteiligung. Ich mache auch so, lesen Sie eine dramatische eine Szene aus einem Drama zu zweit am Telefon sich vor. Besprechen Sie das dann auch miteinander, damit wirklich ein intensiver Kontakt da ist, sich auch niemand rausnehmen kann und diese Gespräche sind problemlos auch über Videokonferenzen möglich. Ich benutze Teams mit meinen Klassen und dort lässt sich so ein Anruf auch kostenlos und mit Bild durchführen, auch mit ganz vielen Kollaborationsmöglichkeiten. Ich freue mich, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen auch als Kommentar hier hinterlässt. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.